Hallo alle zusammen, ich bin heute hier mit der Lisa und mit der Andrea. Ich bin die Sophie Czerny, Certified Facilitator bei Access Consciousness. Und ich habe hier zwei ganz liebe Frauen sitzen, die total im Access-Fieber sind. Lisa, magst du mal erzählen? Du hast letztes Jahr im September deinen ersten Bass-Kurs gemacht. Ist das richtig? Ja, genau, hallo. Und zwar war mein erster Basskurs. Es war so, dass ich gar nicht so das große Interesse hatte. Also, seine Freundin wollte den Kurs bei mir im Yogastudio anbieten. Ich dachte mir so, ja, Access Bars, was soll das sein? Und war eher desinteressiert und wollte aber dann doch mitmachen. Und als ich dann das erste Mal auf der Liege lag, war es dann so, wow, voll weggebeamt. Und es war richtig cool. Ja, seitdem bin ich total im Access-Fieber. Und es ist ja voll spannend, weil die Andrea, die neben dir sitzt, hat dir ja schon mal eine Bass-Session gegeben. Oder sie hatte dir eigentlich schon mal von dem Bass erzählt, lange zuvor. Und da hast du auch schon so Genau. gesagt, so, oh, was ist denn das für ein Zeug? Schon wieder was Neues. Genau, die Andrea ist bei mir in der Yoga-Klasse. Und kam vor, also 2019 war das, und kam dann und hat dann gesagt, ja, sie hat einen Access-Bars-Kurs gemacht und wir dann alle so, ja, Access-Bars, aha, okay. Konnten überhaupt nichts damit anfangen und sie hat dann auch gesagt, ja, wir können mal eine Access-Bars-Session machen und totales Desinteresse dann. Und eben letzten September wurde ich sozusagen dazu genötigt, dann eine Access-Klasse mitzumachen und Das ist ja furchtbar. ja, es ist schrecklich. Und die Woche darauf war dann gleich der zweite und ich Ja. glaube, einen Monat darauf gleich der dritte Basskurs. Also ich war dann Wow. gleich so richtig in Fahrt. Genau, du warst ja dann bei mir im Basskurs Genau. und du gibst ja heute selber Basskurse. Ist das Ja, richtig? genau. Cool. Und Andrea, wie ist das für dich, dass die Lisa dann angefangen hat, einen Basskurs zu machen und du hast ja schon vor Jahren davon erzählt. Wie war das dann für dich? Ja, also ich muss sagen, ich kenne ja die Lisa schon länger und irgendwie ist halt so typisch Lisa. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass wenn sie das machen wird, dass ihr das sicher gefallen wird. Aber ja, da muss halt irgendwie jeder selber durch und das einmal selber, glaube ich, herausfinden, selber mal machen und ja. Ja, und mal drauf kommen. Genau, ja. Voll. Und das Coole ist ja, ihr seid ja dann beide bei mir im Foundation-Kurs gesessen. Und ich kann mich erinnern, also die Lisa war ja Feuer und Flamme. Die war ja so, ja, ich gehe zum Foundation-Kurs. Das ist ganz, ganz klar für mich. Bei dir, Andrea, war es nicht ganz so, gell? Also, was würdest du sagen, was hat dich so gehindert, dorthin zu gehen? Oder was war es, wo du sagst, also was hat dich so zweifeln lassen? Naja, ich habe ja eben meinen ersten Basskurs schon 2019 gemacht und da schon von Foundation und so gehört. Und da habe ich mir schon gedacht, ich will den unbedingt mal machen und das hört sich halt cool an. Ja, war aber dann irgendwie zu feig oder ja, ich wollte es halt nicht alleine irgendwie machen. Und ich habe halt immer jemanden gesucht, der das mit mir macht, aber hat sich halt nicht ergeben. Ja, und dann ist die Lisa hergekommen und hat gesagt, ja, die Sophie macht den Foundation und keine Ahnung. Und ja, und ich war da aber gerade noch so ein bisschen in so einer Tiefpunktphase, wo mich halt ziemlich viel und alles überfordert hat. Und ich habe mir halt gedacht, ja, nein, ich kann das jetzt nicht machen, weil das überfordert mich extrem. 4 Tage von in der Früh bis am Abend und das schaffe ich jetzt zurzeit nicht und keine Ahnung. Ja, dann hat mich die Lisa halt noch ein paar Mal gefragt. Ja, und dann ist das irgendwie, desto näher der Kurs kommen ist, desto stärker ist das Gefühl kommen, ja, geh dorthin. Aber irgendwie war halt auch voll der Widerstand. Und dann habe ich mit dir eben dann geredet, habe gesagt, ja, was sagst du dazu? Und ja, dann hast du ja eh auch schon so ein bisschen geschildert, dass das ja bei dir auch irgendwie so ähnlich war. Ja, wir haben Und eine sehr ähnliche Geschichte, genau. genau. Genau, und dann, ja, habe ich mir gedacht, was soll's? Ich kann ja noch immer sagen, nein, es geht nicht und gehe halt dann heim. Ja, aber wenn man dann mal dort ist, dann wird sowas nicht passieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach, es ist halt genau das Gegenteil eintroffen von dem, was ich glaubt habe, was passieren wird einfach, ja. Und auch, weil, ja, dieses Gefühl von Überforderung oder einfach, ich schaffe das nicht oder
Ja, man stellt sich das ja schon anstrengend vor, 4 Tage zu lernen quasi. Und es ist ja auch nicht wenig, was wir da durchgehen. Aber eigentlich ist jeden Tag leichter worden und mit jeder Stunde ist es leichter worden. Und ja. Ja, ich fand das auch so cool. Also ich kann mich ja so an unser Telefonat auch noch erinnern, das wir hatten. Und ich weiß eben, da waren so viele Bedenken, eben ob dich das überfordern wird. Und jetzt fängst du wieder was Neues an und probierst wieder etwas Neues, eine andere Modalität und ob das dich eben nicht überfordern wird. Und es war so witzig. Und die Lisa war ja auch dabei, so dich zu sehen, wie du so jeden Tag so grinst und noch mehr grinst und noch mehr grinst. Und ja, ich Was weiß. war für mich eigentlich das Beeindruckendste beim, also am beeindruckendsten beim Foundation-Kurs, dass die Andi wirklich von Stunde zu Stunde immer mehr aufgeblüht ist. Also dieses Freisein plötzlich und wirklich, wie als wärst du ausgebrochen aus irgendwas. Ja, das war echt schön mit anzusehen. Jetzt muss ich euch mal fragen, was habt ihr euch denn vorgestellt? Also was habt ihr geglaubt, was wir in diesem Kurs reden? Weil ich glaube, viele haben so eine gewisse Vorstellung, dass man über seine Gefühle spricht, ganz viel, dass wir uns vielleicht alle in den Armen liegen und dass wir alle heulen. Was habt ihr euch vorgestellt? Ja, also ich habe es mir so ähnlich, so psychotherapiemäßig halt vorgestellt. Und jeder, der schon mal bei einer Psychotherapie war, weiß, dass eine Stunde schon extrem anstrengend sein kann. Und ja, so habe ich es mir halt irgendwie vorgestellt. Also wie du sagst, dass man halt dann über seine Probleme redet und sich dann halt austauscht und schon, dass man sich nachher leichter fühlt, aber also ja, so viel leichter, das hätte ich mir halt einfach nie vorstellen können, weil ja, das so ein Gefühl habe ich schon sicher seit 3 Jahren oder so nicht mehr gehabt in meinem Körper, einfach dieses, ja, dieses Leichte. Ja. Ja. Ja, es ist so cool. Und das Coole war ja, dass ich euch ja letzte Woche gesehen habe und jetzt ist doch schon eine Zeit vergangen zwischen dem Foundation und euch nochmal sehen. Und es war echt so, als ich dich gesehen habe, Andrea, auch bei der Lisa natürlich, aber auch bei dir, war es wirklich so, ich habe dich gesehen und es war so, wow, einfach so eine mega Veränderung. So deine Erscheinung, dein Äußeres, wie du reingekommen bist. Und es war so, yeah. Hier bin ich. Was Ja. würdet ihr sagen, waren so eure größten Erkenntnisse oder was hat euch beim Foundation-Kurs so, wo ihr echt sagt, oh wow, das ist mir so hängen geblieben? Oder vielleicht etwas, wo ihr sagt, cool, dass das mal wer ausgesprochen hat, weil irgendwo habe ich es immer geahnt, habe es aber irgendwie wieder versteckt vor mir. Also was würdet ihr sagen, was das war? Was bei mir extrem hängen geblieben ist, dass mich jetzt beeindruckt, dass ich erkannt habe, dass wir ganz unbewusst total blind durchs Leben gehen oder gefühlt ein Dreiviertel von der ganzen Welt oder von dem, was vor uns ist, gar nicht sehen. Und nach dem Foundation war plötzlich alles viel klarer. Also die Sicht war klarer und ich konnte alles viel bewusster und achtsamer wahrnehmen. Es war so, boah, die Berge, boah, dieses Licht, die Sonne. Also es war alles komplett neu irgendwie von der Sichtweise her. Es ist wieder so, als wäre man ein kleines Kind, oder? Das Genau. wieder alles so neu entdeckt. Und es ist spannend, Lisa, dass du das sagst, weil ich meine, gerade du machst ja auch eben schon Bewusstseinsarbeit. Du machst ja viel Yoga und alles. Und dass selbst da noch was geht, oder? Das ist immer so Deshalb erstaunlich. war ich auch so verwundert, ja, weil ich eben viel mit Achtsamkeitsmeditationen und so arbeite. Und da war ich schon erstaunt, was da noch alles so möglich war. So wie man die Welt komplett neu sieht. Ja. Was würdest du sagen, Andrea, was bei dir? Ja, ich habe gerade nachgedacht, aber irgendwie kann ich mich gar nicht entscheiden, weil es ist ja irgendwie so das ganze Leben, was man so kurz einmal so in die 4 Tage mal einfach mal so zerstört und einfach neu kreiert. Ja, es ist schwierig, weil ich irgendwie in jedem Thema einfach eine Leichtigkeit gehabt habe, bei einem mehr, beim anderen weniger, aber bei jedem einfach dieses, ja, eigentlich habe ich es ja eh die ganze Zeit gewusst. Und du hast mich halt einfach irgendwie wieder daran erinnert und es war jetzt nichts Neues, obwohl alles neu war. Es ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Es hört sich komplizierter an, als es Genau. ist.
Ja, es ist eigentlich so einfach, oder? Und wir haben uns hier auch letzte Woche darüber unterhalten, über eben das Thema Wahl. Also wie viel in unserem Leben verkomplizieren wir eigentlich die Dinge und wie viel ist eigentlich wirklich nur eine Wahl? Und das auch mal zu erkennen und eben genau auch deine Geschichte, Andrea, die du mitgebracht hast in den Foundation, ja, deine Schwierigkeiten, dein, ich nenne es jetzt mal Trauma, das ist ja auch dieses Ding, ja, wie schnell hast du das dann lösen können dadurch? Oder was heißt lösen? Du hast einfach auch letzte Woche zu mir gesagt, so Sophie, das existiert jetzt einfach nicht mehr in meiner Welt. Ich habe mich jetzt einfach für was Neues entschieden. Ich meine, das war so, okay, so leicht kann es auch gehen, was? Ja, das war voll arg einfach, weil das ist irgendwie so kurz, so wie wir kurz in der Pause gequatscht haben, eigentlich entstanden, dass ja, wenn man eigentlich alles wählen kann und wenn ich jede 10 Sekunden neu wählen kann, dann wähle ich halt jetzt, dass ich einfach jetzt mich nicht mehr überfordert fühle und jetzt einfach eben kein Burnout mehr habe. Und dann, ja, wenn es so einfach geht, dann haben wir noch so gelacht und so, haha, wie lustig wäre, also wie cool wäre es und wenn es wirklich so einfach wäre und bla bla bla. Und ja, irgendwie ist dann aber doch so gegangen. Ich habe es halt einfach gewählt und ich wähle es halt immer wieder neu für mich, wenn ich spüre, da kommt was oder so, ja, dann denke ich mir oder sage halt, nein, das ist nicht meine Wahl, ich wähle etwas, ich wähle Freude oder Leichtigkeit und dann ist sie schon da. Ja, das ist wirklich spannend zu sehen, dass das alles eine Wahl ist und das ist so cool, weil also mal anzuerkennen, dass alles eine Wahl ist und dass nichts uns einfach nur passiert ist, bringt so viele Menschen eigentlich in die Ermächtigung. Aber ich glaube, für viele ist es am Anfang schwierig, das so anzuerkennen, so, oh wow, ich habe das gewählt und da mal hinzuschauen, was ist es denn, dass ich es gewählt habe, ja? Oft fühlt man sich ja eher so in seiner Opferrolle. Würdet ihr sagen, ihr seid mehr aus euren Opferrollen raus, aus diesen Opfer-Drama-Rollen? Total, ja. Weil man eben wirklich, mir ist bewusst worden, dass man wirklich alle 10 Sekunden neu wählen kann. Und wenn ich jetzt gerade in ein Drama reinschlittere, kann ich die nächsten 10 Sekunden wählen, okay, ich will dieses Drama nicht oder ich will diesen Streit nicht und gehe einfach aus dieser Situation heraus, obwohl ich drinnen bleibe, aber ich gehe einfach anders mit der Situation um. Und das ist schon ein großes Geschenk, wenn man das so machen kann. Ich glaube, für viele, die jetzt zum Beispiel noch nicht beim Foundation waren, ist es noch so ein bisschen unglaubwürdig, weil man sich schwer vorstellen kann, aus seinen Gefühlen oder seinen Emotionen einfach so rauszukommen, das einfach so zu wählen. Ist es so einfach, es zu wählen? Und wenn man wirklich mal diese Übung oder das mal versucht hat oder im Foundation war, dann merkt man, es ist wirklich so einfach. Du kannst wirklich alle 10 Sekunden neu wählen, wie fühle ich mich? Und das ist weltbewegend. Also es ist... Ja, ich meine, das sprengt irgendwie alles. Ja, und ich habe immer wieder diese Konversation, weil ihr kennt ja den schönen Ausspruch, es gibt ein Leben vor dem Foundation und es gibt ein Leben nach dem Foundation. Und viele glauben, ja, das ist halt so ein schöner Marketing-Schmäh, eine schöne Werbung für diesen Kurs. Würdet ihr das bestätigen, dass es eine schöne Werbung ist? Oder würdet ihr sagen, es ist absolut wahr? Ich würde sagen, es ist eine schöne Werbung, aber es ist eine wahre Werbung, oder? Also absolut wahr, ja. Also es ist ja noch wahrer als wahr irgendwie, weil man kann sich das halt einfach nicht vorstellen im Vorhinein. Und ja, auch wie du so gesagt hast, es kann sein, dass dein ganzes Leben nachher anders ist. Und ich habe halt nur so gedacht, ja, genau. Ich meine, nach 4 Tagen, ich arbeite jetzt schon seit Jahren dran, habe schon Tausende von Euro ausgegeben. Und es ist eigentlich, ja, so teilweise, wie man halt sagt, so besser geworden und dann wieder ganz schlecht. Ja, und jetzt, und mit Foundation ist halt wirklich einfach in 4 Tagen, es ist alles geklärt, würde ich sagen. Also wirklich, wenn man so mit einer Walze mal drüber fährt und alles ist geglättet und alles darf neu entstehen. Ja, es ist halt schon arg, weil halt wirklich alles einmal komplett zusammenbricht. Mhm. Also das muss man halt schon sagen. Man stellt sich das aber, glaube ich, dann noch schlimmer vor, weil man baut ja gleich wieder drauf aufs Neue. Also dass es halt dann neu ist und so, wie es du willst. Und darum ist das Zerbröseln vom alten Leben dann eigentlich gar nicht so schlimm, weil
Das Zerbröseln vom alten Leben, schön gesagt. Ja, das Zerbröseln. Es ist ja auch nicht so, also vielleicht müssen wir da ein bisschen Aufklärung betreiben. Es ist ja nicht so jetzt, okay, der Freund ist dann weg, das Haus ist weg, die Katze ist weg, der Hund ist weg. Sondern es sind einfach diese ganzen Ansichten mal weg. Alles, was man so abgekauft hat, all diese Glaubenssätze, all die Konzepte, an die man vielleicht geglaubt hat. Ja, oder eben, wie du vielleicht auch am Anfang, oder ich, bei mir war es ja genauso, ich bin in den Foundation gegangen und ich hatte halt meine ganz genauen psychologischen Vorstellungen von allem. Ja, eben, dass man über seine Gefühle immer sehr viel sprechen muss, um halt über eine Sache hinwegzukommen. Und man hat halt all diese Konzepte und dann kommt man in den Foundation-Kurs und dann ist so. Ja. würdet ihr denn sagen, also habt ihr irgendein Lieblingstool oder so? Gibt es irgendetwas, was ihr den Leuten so mitgeben wollt? Fragen stellen. Das hat bei mir schon. Also bei mir ist einfach das, was ist, wenn es wurscht ist? Das ist eine schöne Frage, gell? Ja. Was ist, wenn es wurscht ist? Also, das nimmt so viel Druck aus einer Sache heraus, dieser Satz, was ist, wenn es wurscht ist oder was ist, wenn es einfach egal ist. Man kann dann den Blick einfach nach vorne richten. Ja, ich weiß ja, ihr seid beide in Beziehungen. Was haben denn eure Freunde gesagt nach dem Foundation-Kurs? Haben sie überhaupt irgendwas gesagt? Nehmen sie was wahr und sie verraten es euch nicht? Wie würdet ihr das jetzt beschreiben? Ich glaube, er nimmt schon wahr, aber er spricht dann da nicht drüber. Und bei dir, Andrea, wie ist das in deiner Beziehung? Ja, also bei mir ist halt auch so, dass wir jetzt nicht so viel darüber reden, weil ja, manchmal muss man nicht immer über alles reden. Genau. Aber ja, es bleibt ihm halt nicht viel anderes über, außer dass er halt auch zum Teil mitmacht, weil ich habe meine ganze Wohnung mit Fragen voll tapeziert und alle möglichen Tools hängen da. Ja, und gezwungenermaßen, wenn er jetzt am Klo sitzt oder so, dann lest das halt auch. Und was ist hier sonst noch möglich? Ja, genau. Oder was ist jetzt einfach wurscht? Ja, und deswegen verwendet er es halt auch. Und er hat mir auch schon gestanden, dass halt einfach so zwischendurch einfach immer wieder so Fragen kommen. Wie kann es jetzt noch besser werden? Oder eben auch das mit dem, was ist, wenn es wurscht ist? Und ich sehe halt, wie sich sein Leben, seitdem ich ihn Foundation gemacht habe, schon voll geändert hat irgendwie. Und bei meiner Mama ist es genauso. Echt? Was ist da passiert? Magst du da mal was erzählen? Ja, ich finde halt, dass halt auch diese Freude und diese Leichtigkeit halt viel mehr rauskommen ist jetzt irgendwie. Dadurch, dass ich das halt jetzt auch vielleicht ausstrahle, kommt das bei jetzt auch irgendwie automatisch. Das war zum Beispiel auch was, ich habe halt ein richtiges Helfersyndrom und ich will immer, dass jedem gut geht und es muss für jeden alles passen. Und ja, und irgendwie habe ich aber halt jetzt verstanden, dass wenn es mir gut geht, dass einmal so das Grundkonzept ist, dass doch dann den anderen schon mal besser geht oder gut geht. Weil ich kann noch so viel mich bemühen, dass es wenn anderen gut geht, aber wenn es mir selber nicht gut geht, dann wird das einfach nie zu 100% funktionieren. Vor allem ist ja auch das Ding, wenn wir uns alle in die Trauer vom anderen einkaufen, ist es ja wie so ein Dominoeffekt. Genau. Und dann sind alle traurig und irgendwie kreiert es halt nicht sehr viel. Also wie können wir eher alle infizieren mit dem Virus der Freude? Genau. Ja, wie geht es eurem Körper nach dem Foundation-Kurs? Viel leichter, also ich fühle mich viel leichter, strahlender. Ja, das sieht man auch bei euch beiden, das war echt letzte Woche so. Wer sind die beiden? Waren die bei mir im Foundation-Kurs? Cool. Ja, und was wir auch beide gehabt haben, ist, dass wir ja so klar gesehen haben. Also die Sicht war ja ganz anders nachher. Also vorher war das irgendwie wie so ein bisschen ein Schleier. Und jetzt ist das halt alles so klar. Ja, meinst du das jetzt wortwörtlich auch, oder? Ja. Das ist total spannend. Ebenso, man hat oft das Gefühl wie so eine Rauchwolke. Und dann geht man in diesen Foundation-Kurs und nachher ist so, oh wow. Und eh wie die Lisa beschrieben hat, man sieht die Sachen wieder ganz anders. Ganz das ist anders, so, ja. Es ist so, wow, da ist eine Blume. Ja, echt. Es ist wieder dieses dass plötzlich lauter neue Sachen sieht. Ja. Voll schön. Cool, danke ihr zwei. Ja. Und ja, willkommen im neuen Leben. Ja, danke. Danke dir, Sophie. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.